Wir können anfangen. Ja? Ja. 3, 2, 1, los! Ja. Man kann ihm vielfältig zu Leibe rücken. Professionell und schnell oder mehr beschaulich bis andächtig. Ja, der Ortsvorsteher führt. Oder ganz einfach schälen lassen. Ein empfindliches wie auch kostbares Gemüse. Spargel. Am Anfang steht der Samen, das schwarze Gold. Asparagus BV im niederländischen Horst beherbergt die nationale Prüfstation für Spargel. Hier wird Saatgut gezüchtet und erzeugt, eine hochkomplizierte, langwierige und deshalb kostspielige Angelegenheit. Thea Flörkens präpariert im sogenannten nassen Labor kleinste Pflanzenstückchen für die vegetative Vermehrung. Die klimagesteuerten Sterilkammern, Herzstück der Station. Nur ausnahmsweise haben wir Zugang, denn die verschiedenen Sorten, Neuzüchtungen und die jeweiligen Wachstumsstadien sollen geheim bleiben. Sind die jungen Pflanzen in kleinen Behältern abgehärtet, kommen sie in große klimagesteuerte Gewächshäuser. Diese sind bienensicher. Nur so ist absolute Sortenreinheit gewährleistet. Nach 2 Jahren kann die Ernte beginnen. Jede Beere enthält bis zu 5 Samen. Gut 40.000 Samen ergeben 1 Kilo und das kostet dann rund 9.000 Mark. Dieser Sack hat also einen Wert von rund 200.000 Mark. Für die Gartenbau, Freilandgemüse, ist Spargelanbau die wichtigste Kultur von dieser Gegend. Wenn man alles zusammenzählt über den Spargel, dann können wir sagen, dass die Impact von der Spargel ist 100 Millionen Gulden. Das heißt, die Produktion von Pflanzen, von Samen, das Tourismus, das alles bringt, und die Konserveindustrie, das alles bringt, dass das mehr als 100 Millionen Gulden ist. Wie viele andere bezieht der Jungpflanzenvermehrer Johannes Fenten in Strahlenbrücksken den Spargelsamen aus Horst. Gemeinsam mit Franz Kautny von der Landwirtschaftskammer Rheinland begeht er regelmäßig, so auch im Juli, das Feld mit Jungpflanzen. Auf der Suche nach Schädlingen sind sie gerade fündig geworden. Deswegen müssen wir die nächste Woche hier spritzen, am besten mit Karate, das bienenverträglich ist. Oder mit Dezis oder Perfektion. Mit einer speziellen Maschine sind im Frühjahr die Samen einzeln ausgesät worden. Das Saatgut hat mindestens 70% Keimungsenergie. Das heißt, mindestens 70 von 100 Samen keimen tatsächlich. Saatgut, war das denn normal oder hatten Sie da sehr feines Saatgut dabei? Nee, war genau das gleiche wie. Geht es ans Roden der Pflanzen. Entscheidend für die Setzlingsgewinnung ist das Wurzelwerk. Denn Wurzel gleich Setzling. Damit nämlich verdient Johannes Fenten sein Geld. Die gerodeten, später sortierten und verpackten Wurzeln verkauft er an die Spargelbauern. Fenten zieht 7 verschiedene Spargelsorten. Im Frühjahr herrscht Hochbetrieb auf seinem Hof. Die Helfer sortieren die gerodeten Wurzeln nach Gewicht. Jede einzelne muss mindestens 100 Gramm wiegen und hat durchschnittlich 3 Triebe.
aufgezählt zu 100 Stück, kommen die Setzlinge sortenweise in verschiedenfarbige Säcke. Kleinere, also leichtere Setzlinge gehören zur preisgünstigen B-Ware. Diese haben nicht so viele Triebe, finden aber auch ihre Abnehmer unter den Spargelbauern. So geht keine der kostbaren Wurzeln verloren. Ortswechsel. Geldern-Wahlbeck, Hochburg des rheinischen Spargelanbaus, der hier in den 20er Jahren begann. Die Spargelbauern beidseitig der Grenze arbeiten heute mit modernster Technik. Der Laserstrahl steuert die neue Setzmaschine. Schnurgerade Reihen sind garantiert. Franz Alofs steigt als Letzter auf die Setzmaschine. Er ist der Vorsitzende der Spargelbaugenossenschaft Wahlbeck und Umgegend. Seine Setzlinge hat er bei Johannes Fenten gekauft. Neben jedem der beiden Pflanzräder sitzen zwei Mitarbeiter. Sie legen die Setzlinge, also die Spargelwurzeln, in Längsrichtung ein. Die Abstände auf dem rundlaufenden Pflanzrad variieren je nach Spargelsorte. Hier 3 Setzlinge pro Meter, demnach 600 pro Reihe mit 200 Metern Länge. Der karge, sandige Heideboden eignet sich hervorragend für den Spargelanbau. Zusätzlich wird zwar auch gedüngt, jedoch erst nach der Ernte, da der Spargel geschmacksempfindlich reagiert. Je nach Sorte trägt die Pflanze etwa 7 bis 10 Jahre. Deshalb muss Franz Alofs in einem bestimmten Turnus immer wieder neue Wurzeln setzen. Im Idealfall kann er bereits im nächsten Jahr hier Spargel stechen, bei anderen Sorten erst 3 Jahre später. Spargel ist eine sehr alte Kulturpflanze. Schon die Ägypter wussten um die speziellen Heilkräfte. In der Zeit von den Ägyptern war es ein Arzneimittel. Und auch die Königinnen und Prinzessinnen werden geschmückt mit das grüne Laub von Spargel. Und wenn wir so die Geschichte nachlaufen, dann können wir auch bemerken, dass die Römer auch mit der Spargel betätigt waren. Auch vor allem mit Arzneikunde. Man hat immer gesagt, dass Spargel für die Gesundheit sehr wichtig ist. Dann ist es von Vorasien über Ägypten, Afrika, ist es nach Europa gekommen, Italien, Frankreich, Deutschland, über die Klostergarten. Die Leute haben damals auch anerkannt, dass Spargel auch für Gesundheit wichtig war. Und die Klostermönchen, die haben auch bemerkt, dass Spargel sehr gut schmeckte. Also immer kann man lesen in alte Kräuterbücher, dass Spargel sehr gesund ist und sehr wichtig für die Ernährung. Und es ist auch so, Spargel ist ein Produkt, was sehr modern ist eigentlich für die Ernährung, weil es wenige Kalorien befasst, wenig Fett und alle Mineralien und Vitamine sind in Spargel dabei. Das Museum de Locht, nördlich von Venlo, liegt inmitten des limburgischen Anbaugebietes. Die Spargelabteilung im 1990 gegründeten Museum gibt es seit 7 Jahren. Gezeigt werden hier Exponate aus den verschiedensten Bereichen. Züchtung, Feldbestellung, Schädlingsbekämpfung. Besonders aufschlussreich ist natürlich ein Blick in einen aufgeschnittenen Wall, also in das Innenleben der Spargelkultur. Ende Februar, Anfang März beginnt Franz Alofs, die Welle mit einer Folie abzudecken.
Sie dient der Verfrühung. Durch den Wärmefang kommt der Spargel etwa 2 Wochen früher. Franz Alofs bewirtschaftet 12 Hektar Land mit Spargel. Pro Saison bringt ihm das rund 50.000 Kilogramm des feinen Gemüses. Jeden Tag in Spargelzeit, so von 1. Mai bis 24. Juni, St. Johannstag, sind jeden Tag 1.200 bis 1.200 Leute tätig in der Spargelanbau. Und das nur auf niederländischer Seite. Während der Ernte sind am gesamten unteren Niederrhein etwa 1.600 Leute beschäftigt. Allein Franz Alofs hat in dieser Zeit rund 35 Mitarbeiter, viele davon aus Polen. Das Stechen ist übrigens Handarbeit und kann nicht mechanisiert werden. Bereits um 5.30 Uhr hat das Tagewerk begonnen. Beim Abgehen der Welle kommt es darauf an, durchbrechende Spargelköpfe zu lokalisieren und sofort zu stechen. Einmal an Licht und Sonne gelangt, verfärbt sich der Kopf, der Spargel gilt nicht mehr als erstklassig. Wird es wärmer, gehen die Stecher gegen 19 Uhr nochmals durch die Welle. Pro Tag bringt jeder von ihnen im Schnitt 100 bis 130 Kilogramm ein. Alle zusammen also bis zu 1.500 Kilogramm täglich. Gefragt ist heute meistens gerader, weißer Spargel mit geschlossenem Kopf. Er erzielt die höchsten Preise. Vor 4 Jahren baute Franz Alofs versuchsweise grünen Spargel an. Wegen mangelnder Nachfrage gab er die Produktion aber bald wieder auf. Feinschmecker, besonders in Frankreich und Spanien, wissen diese Delikatesse jedoch zu schätzen. Nach jedem Stechdurchgang werden die Wälle nachgepflügt, also geglättet. Besonders natürlich die waagerechte Oberfläche, damit man den aufbrechenden Spargel besser sehen kann. Ganz ökologisch. Das Aufreißen des Bodens verhindert unerwünschten Pflanzenwuchs. Bei der Weiterverarbeitung des frisch gestochenen Spargels ist Schnelligkeit Trumpf. Schließlich soll das kostbare Gemüse möglichst rasch auf den Tisch des Verbrauchers gelangen. Die Schicht der vierköpfigen Sortiermannschaft beginnt je nach Erntemenge zwischen 7 und 9 Uhr. Die Stärken der Spargelstangen liegen zwischen 8 und 36 mm, die EU-Normlänge bei 22 cm. Die 8 bis 12 cm langen Spargelköpfe gelten als Delikatesse und werden gesondert verkauft. Spargel muss immer kühl lagern, sonst verfärbt er sich und verliert an Wert.
Nächster Arbeitsschritt, das Schälen. Nicht mehr mühselig per Hand, sondern automatisiert. Der Schälautomat kann bis zu 800 Kilogramm am Tag verarbeiten. Zwar fallen etwa 30% Schälverlust an, trotzdem ein lohnendes Geschäft. Denn gerade die Gastronomie nimmt gerne geschälte Ware ab. Geschälter Spargel muss dauernd feucht liegen. Andernfalls bildet sich eine zweite Haut. Wesentliches Standbein der Familie Alofs ist der Verkauf direkt ab Hof. Während der Spargelsaison herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Und, ja, Blätterteig und in der Form. Ja. Spargel, kochen Schinken. So eine Masse mit Sahne und das schmeckt super. Da läuft dann das Wasser irgendwie zusammen. Ja. Wir kommen alle essen. Nee, von wegen. Meinst du, dann kriegt der gar nichts mehr mit? Nee, du kennst ja Manfred. Ne? Du hast ja bestimmt schon drei von. Ja, ja. Süß. So. Wunderbar. So. Ein gutes Gelingen mit deiner Tarte. Ne? Komm. Wunderbar. Spargel ist ein Saisongemüse. Deshalb bauen die Alofs in der zweiten Jahreshälfte Buntmöhren und Rettiche an. Jawohl. Ja, danke. Dankeschön. Ah, wunderbar. War schön. So, danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Eines der jährlichen Hauptereignisse in Walbeck ist der 1997 erstmals durchgeführte Handwerker- und Spargelmarkt Ende Mai geworden. Eine gute Gelegenheit für den Spargelhof Alofs, Werbung für das Gemüse im Allgemeinen und natürlich in eigener Sache zu betreiben. Ja. Ich hörte gerade. Zur Erheiterung des Publikums hat sich die politische Lokalprominenz zu einem Schälwettbewerb bereit erklärt. Ja, Helmut hat mir das, Freitag habe ich das erfahren, dass ich das machen darf. Das ist so, wie Helmut das immer macht. Wesentlich zügiger geht es bei den Profis zu. Das geht wie am Schnürchen. Ja, noch fünf Stangen und vier. Moment, mal gucken. Unter den Teilnehmern Franz Alofs und eine Ex-Weltmeisterin. Aha. Ja, die letzten vier. Ja, noch fünf Stangen jetzt, genau. Jetzt noch zwei und hier noch drei. Ja. Ja, ich glaube, diese Tischtaktik ist wohl die beste. Die kommt an, die kommt an und die Weltmeisterin wird auch die erste. Jawohl. Aber ganz vom Samen über die Wurzeln und viele, viele Arbeitsschritte zum Endprodukt Spargel. Ein langer und vor allem kostspieliger Weg. Der Spargel ist ein sehr teurer Anbau und wir wollen unsere Gäste auch sehen lassen, wie teuer der Spargelanbau ist und wie viel Mühe die Leute sich geben müssen, um das Spargel bei ihnen auf den Tisch zu bringen. Das ist alles eine mühsame Arbeit. Und das lassen wir alles mal sehen.